Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Smallland. So, jetzt steht ja das Update kurz vor der Tür und bevor es jetzt letztendlich dann weitergeht, und ich bin auch schon super gespannt, wie es weitergeht, wollte ich hier nochmal eine kleine Roomtour machen oder besser gesagt einfach mal durch das Baumhaus laufen, wie es mittlerweile aussieht. Ich habe jede Menge gebaut und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit und ich weiß gar nicht, was ich damals alles schon gebaut hatte. Es ist auf jeden Fall relativ groß geworden mittlerweile. Aber ich glaube, zumindest hier der erste Innenbereich, der hat sich nicht viel verändert. Ich weiß nicht, ob ich hier diese Köpfe schon dran gemacht hatte. Unser Lager ist immer noch hier. Also hier im Lager hat sich nicht viel verändert. Hier neben haben wir immer noch unseren Käfig. Da haben wir unsere Tierchen. Die sind hier zu Hause. So. Aber jetzt. So, hier mach ich mal zu. Ich weiß gar nicht, habe ich hier oben... Ah, genau, ja, hier oben habe ich auch so wie so einen kleinen Teppich hingelegt, nochmal. Und, ja, hier so ein paar Blumen als Deko befestigt. Hier haben wir jetzt so eine Lampe am Tisch, damit man ja auch Licht hat. Okay, so. Ich überlege gerade, wo gehen wir als erstes hin? Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier raus. Und hier ist ja der Weg über unserem Gehege. Und hier seht ihr es schon, es hat sich ein bisschen was getan. Ich glaube, das hatte ich auch schon in einigen Folgen gebaut. Hier diesen ersten Weg nach oben. Und jetzt haben wir hier noch einen großen Käfig für unsere Hornisse. Die ist hier heimisch. Ich hatte die Libelle auch hier drin, aber irgendwie die Libelle, die büxt immer aus und haut immer ab. Die lässt sich irgendwie nicht fangen, warum auch immer. So, hier haben wir eine bisschen größere Terrasse. Und ja, hier auch wieder ein bisschen Beleuchtung. Und so, jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Spinnenwaldkatapult. Also wenn man theoretisch gesehen hier aufzieht, dann katapultiert man sich direkt bis hier hinter. Das können wir ja ganz am Ende mal machen. Aber jetzt laufen wir erstmal hier durchs Haus durch. Hier haben wir jetzt mittlerweile ein paar Lampen. Ich hätte gerne noch mehr Lampen, aber mir fehlen einfach die Ressourcen. Es ist einfach sehr mühselig, diese ganzen Glühwürmchen-Dinger zu sammeln. Obwohl die Lampen halt echt super schön sind. So, gehen wir mal weiter nach oben. So. Hier ist mittlerweile so ein Tisch entstanden, eine kleine Sitzecke. Hier auch. Hier haben wir ein kleines Lagerfeuer in der Mitte. Hier ist noch nicht ganz so viel eingerichtet. Paar Sachen muss ich noch ein bisschen verschönern, aber es wächst und gedeiht. Dann geht's hier eine Treppe nach oben und zwar auch wieder zu einem Katapult. Und wenn wir den betätigen, da geht's direkt da hoch zum Leuchtturm. Das können wir auch gleich mal ausprobieren. Ich laufe erstmal normal hoch und dann fliegen wir mal nach unten und dann zeige ich euch das mit den Katapulten, wenn man nämlich schnell da hoch möchte. So, hier geht's jetzt nach oben. Unser Baumwipfelpfad. Hier geht's raus. Hier haben wir auch so einen kleinen Ausguck. Da können wir es uns bequem machen und können ein bisschen die Aussicht genießen. So, dann geht's hier weiter. Das müsstet ihr, glaube ich, halbwegs noch kennen, weil wir haben ja noch, also vielleicht nicht die Überdachung, das weiß ich gar nicht genau. Aber hier, das war ja das Erste, was wir gebaut haben, unseren Leuchtturm. Wobei ich mittlerweile den Leuchtturm auch echt nicht mehr schön finde. Obwohl das hier mit den Kerzen ist schon ganz cool. Aber es ist noch ein bisschen mehr entstanden. So, jetzt gehe ich aber nochmal runter. Nochmal ganz runter. So, wir fliegen nochmal runter. Und zwar, jetzt fliegen wir zu diesem Katapult hier. Wenn ich den einmal aufziehe, dann können wir uns hier draufstellen. Und so, dann geht es nämlich hier hoch. Dann können wir hier reingehen. Hier durch. Und mit diesem Katapult geht das jetzt gleich bis da hoch zum Leuchtturm. Und das spart uns einfach den Weg hier hochzulaufen.
falls wir hier hoch müssen. So. Jetzt kommt auf jeden Fall, das hier ist hundertprozentig super neu, weil das hatte ich vorher noch nicht. Hier habe ich überall so Fackeln reingemacht, das ist doppelt hoch und dadurch ist hier die Fackel nur oben die Spitze zu sehen. Fand ich ganz cool, wie so kleine Lichtchen, die hier drauf sind. Okay, so. Wir laufen quasi einmal komplett um den Baum drumherum, um unser Haus unten. Da sind wir hochgekommen. Jetzt geht's hier lang. Hier ist eine kleine Hütte. Ein Bettchen. Schrank, Tisch, alles was man so braucht. Eine kleine Werkbank. Hier kann irgendjemand einziehen. Da hoch gehen wir später nochmal. So. Hier geht's runter. Natürlich habe ich überall, also das ist, hier habe ich überall so Balken dran befestigt. Das braucht man natürlich nicht, aber ich finde, das sieht einfach besser aus, wenn hier irgendwie solche Balken sind, anstatt wenn ich nur ein Fundament hinmache und das dann einfach hochbaue. Das wirkt zumindest so, als würde das Haus stabiler auf dem Ast stehen, wenn hier solche Verstrebungen noch sind. So, dann gehen wir hier gerade mal wieder runter. Dann haben wir hier auch eine kleine Outdoor-Essensecke. Ja, falls wir mal mehr Besuch bekommen und irgendwo draußen ein Happen essen wollen oder eine Party machen wollen, dann ist das hier so unsere kleine Party-Area. Hier können wir ordentlich die Sau rauslassen und ordentlich feiern. Ja. Hier noch eine kleine Kerze draufgesetzt. Ansonsten, ja, finde ich es ganz hübsch. Eigentlich ist mir, sag ich mal, denke ich, ganz gut gelungen. So, wir gehen weiter nach unten. Und dann haben wir hier auch nochmal eine kleine Hütte. Und hier auch nochmal einen Tisch mit so einem kleinen, naja, mehr oder weniger Balkon, Terrasse draußen. Hier können wir reingehen. Hier haben wir nochmal eine Arbeitsbank, ein paar Schränke. Hier hinten wieder ein kleiner Schlafbereich. Und hier außen auch wieder nochmal ein kleiner Balkon dran. Also wir können mittlerweile ziemlich viele Leute bei uns unterbringen. Wäre natürlich irgendwie cool, wenn man wirklich hier mal vielleicht Leute hätte, die man irgendwo hinsetzen könnte. Dann geht's hier weiter. So, hier geht's zum Südstrand. Im Prinzip das gleiche, wie ich beim Spinnenwald hatte, habe ich hier auch für den Südstrand gemacht. Quasi, wir sehen es schon, der Pfeil geht hier nach unten. Wenn wir uns katapultieren, dann geht das hier bis hier runter. Und da sind wir super schnell, ohne dass wir irgendwie unsere Blaumeise oder irgendwas brauchen, am Strand oder im Wald, um Ressourcen zu farmen. So, okay. Dann... Wo machen wir weiter? Ich überlege gerade. Ah ja, genau. So, wir gehen mal jetzt... Ach, das habe ich auch noch verändert. Das ist auch noch anders geworden. Hier, wo es hier rausgeht. Wir sind wieder im Haus. Hier der Außenbereich. Hier habe ich auch die Lampen hingemacht. Und ich habe hier das Dach ein bisschen verändert. Ein bisschen weiter vorgezogen. Und hier so einen kleinen Übergang gebaut. Damit das so ein bisschen in das Dach hier übergeht. Und das habe ich hier drüben auch gemacht. Vorher hat das Dach, glaube ich, hier geendet. Und ja, jetzt endet es einfach hier. Und ja, das ist, glaube ich, alt. Aber das Dach ist jetzt hier durchgängig. Hat mir irgendwie besser gefallen. So, der Turm hier ist alt. Hier habe ich nichts verändert. Können wir einfach hochlaufen. Aussichtspunkt. Dafür, dass das hier ursprünglich mal unser höchster Punkt sein sollte als Aussichtspunkt. Wenn ich jetzt nach oben gucke, da ist so einiges entstanden. Aber gut. Okay, jetzt gibt es noch was. Oh, da wollte ich noch nicht hin. Wir gehen jetzt erst nochmal rein. Und zwar privat. Hier hatten wir unser Schlafgemach am Anfang. Finde ich auch immer noch ganz cool und ist zweckmäßig. Hier hinten mit unserer kleinen Kochecke, mit unserem Tisch, habe ich auch nichts weiter verändert. Oder doch, ich habe hier den Adlerkopf noch hingemacht.
So, jetzt kommt's aber. Jetzt, wenn wir hier rausgehen, jetzt gibt es hier bei unserem Schachbrett einen Weg nach draußen zu einem Katapult. Hier sind noch so ein paar Glühwürmchenfackeln, aber das Schachbrett haben wir ja auch zusammengebaut. Und ja, also hier hat sich natürlich nicht viel verändert. Aber jetzt, so, wir gehen hier hoch. Und jetzt haben wir hier einen Katapult und das ist auch jetzt nicht mehr anders zu erreichen. Wir ziehen den Katapult einmal auf. Und so, wir setzen uns in die Mitte und benutzen den Katapult. Und da ist noch ein Gebäude und da geht es nur mit dem Katapult hin. Und das ist quasi eigentlich jetzt unser richtiges Wohnhaus, wo wir zu Hause sind, wo uns keiner stört. Also wir kommen hier an, eine kleine Lampe, damit wir ein bisschen Licht haben. Dann gibt es hier so einen kleinen Vorraum. Weiß ich noch nicht, hier müsste ich vielleicht noch ein bisschen dekorieren. Und hier hinten habe ich mal sporadisch wie einen kleinen Lagerraum hingemacht. Aber die Truhen, die sind hier auch noch leer, da ist noch nichts drin. Das ist einfach nur so ein bisschen, dass wir hier so ein kleines Lager haben, wenn wir noch was zwischenlagern müssen. So, und dann geht es hier hoch zu unserer Hütte. Hier mit einem größeren Fenster zum Rausgucken. Und ja, hier hinten Kochtopf, unsere Essensecke. Bisschen abgeschottet. Dann habe ich hier eine Werkbank, da können wir fleißig arbeiten. Hier auch nochmal eine Truhe, falls wir irgendwas zwischenlagern müssen. Hier noch so ein bisschen Deko, auch noch ein Schränkchen. Und hier hinten, ja, je nachdem, was wir halt verstauen wollen, ein bisschen Stauraum, ein paar Teppiche. Hier so ein bisschen Blümchen hingemacht als Wanddeko und oben ein paar Lampen. Und hier natürlich unser Schlafzimmer darf nicht fehlen. Da habe ich hier unten so eine Holzpalette hingemacht und habe da dann ein normales Bett draufgelegt, damit es ein bisschen höher ist. Fand ich auch ganz cool. Ja, und hier auch ein kleiner Nachttisch und unser Ankleideschrank. Unser kleines Schlafzimmer. Und was natürlich nicht fehlen darf, wie überall, auch wieder hier hinten, einfach eine kleine Terrasse oder ein kleiner Balkon. Super wichtig, falls wir mal hier rausgucken wollen und ja. Darf auf jeden Fall nicht fehlen, so ein Balkon. Okay, so, wir gehen wieder nach unten. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's hier nämlich raus, weil wir müssen ja auch wieder zurückkommen. Und zurück geht's jetzt hier lang. Hier haben wir jetzt auch wieder einen Balkon und jetzt haben wir auch noch einen Katapult. Den müssen wir auch wieder aufziehen. Und mit diesem Katapult geht es jetzt dorthin. Und so, diese Hütte ist tatsächlich für nichts anderes gut, als außer dass sie hier als Zwischenstation dient. Auch mit wieder einem Katapult, wo es noch höher geht. Und da oben seht ihr es schon, da wartet unsere kleine Blaumeise auf uns. Und habe ich hier schon einmal aufgezogen? Ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, jetzt einmal zu viel, oder? Habe ich nicht. Okay, warte mal. Wir ziehen kurz hier einmal am Hebel. Bubum. So. Okay, los geht's. Feuer frei. Es geht nach oben. Und jetzt landen wir quasi von unserem Haus. Wir sind quasi wirklich von da unten gestartet. Da geht der Katapult zu unserer Hütte. Von der Hütte kommen wir zu dem Katapult und von dem Katapult kommen wir hier wirklich, das ist, wenn ich hier den Bauhammer nehme, die gelbe Fläche, das ist die maximale Höhe, die man bebauen kann. Und hier ganz oben wartet unsere Blaumeise auf uns. Und da können wir dann direkt aufspringen und losfliegen, wenn wir die brauchen. Und die hat auch immer hier einen super guten Überblick und bewacht quasi unseren Baum. Ja, und wenn wir jetzt hier runtergehen, dann kommen wir da raus, wo ich vorhin nicht hochgehen wollte. Hier geht es so ein bisschen Türmchen hoch. Und jetzt sind wir hier. Da ist quasi, geht's hoch. Und hier kommen wir jetzt in dieser kleinen Hütte raus, wo ich hier von die Treppe nicht hochgegangen bin. Und dann sind wir wieder hier oben bei unserem Leuchtturm. Und hier geht's wieder den Weg nach unten. Ja, das müssen wir natürlich dann laufen. Also
Natürlich können wir auch einfach runterspringen und mit unseren Flügeln fliegen, aber von der Theorie her müssen wir dann hier natürlich runterlaufen, weil Katapult nach unten gibt es leider noch nicht. Cool wäre es, wenn es irgendwie wirklich so einen Aufzug gäbe, wie so ein Flaschenzug oder irgendwas, wo man sich draufstellen kann, wo man irgendwas beschwert und dann wird man nach oben gezogen oder es geht nach unten. Das würde ich mir vielleicht noch wünschen. Ich hoffe, dass mit dem Update vielleicht nicht nur die neue Map da erweitert wird, sondern dass noch ein paar Sachen zu bauen vielleicht neu kommen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. So, aber wir sind immer noch nicht fertig. Wir können mal hier lang gehen. Hier ist ja auch noch ein Eingang zu unserem Gehege. Guten Tag, den Tierchen geht's gut. Wir gehen hier rein und machen zu, dass der Skorpion auch draußen bleibt. So. Und jetzt gehen wir bei der Schmiede raus. Und hier habe ich auch ein bisschen was verändert. Und zwar diesen Weg. Hier haben wir jetzt ein kleines Gehege für unsere Marienkäfer. Und da habe ich hier ein bisschen, ja, Marmelade reingemacht, damit die was zu fressen haben. Zumindest von der Theorie her. Da, guck, der hat schon Hunger. Oh. Und der ist verschluckt worden. So, und jetzt ist hier unser Lagerhaus. Das ist auch neu. Und da habe ich schon angefangen, ein bisschen was zu befüllen. Hier habe ich jetzt Rüstung drin. Das sind quasi alle Rüstungen, die wir da craften können bis jetzt. Überflüssige Fasern habe ich zu Fasergarn gemacht. Und hier noch ein paar Pfeile, falls wir Pfeile brauchen. Überflüssiges Harz. Harz ist auch schon fast die zweite Kiste voll. Aber hier ist noch vieles leer, wo ich noch gut Stauraum habe. Hier gibt es noch Ziegel. Hier habe ich schon Steinziegel gemacht, wo wir ein bisschen mehr Stein hatten. Ja, hier ist auch wieder noch Truhen, wo noch nichts drin ist. Hier geht es nach oben. Und so, hier haben wir auch noch eine kleine Sitzecke. Ja, ansonsten hier ein bisschen so ein Bereich. Weiß ich noch nicht, was ich hier oben mit anfangen soll. Ist mehr oder weniger so Dachbereich. Bisschen Optik halber. Ich habe hier mal probiert, irgendwelche großen Fenster zu machen, weil es mir von unten ganz gut gefallen hat. Weil wenn man das von hier anguckt, sieht das schon ganz cool aus. Gerade so, wenn es dunkel ist und so alles leuchtet, gefällt mir das sehr, sehr gut. So, und ich überlege gerade, gab es jetzt noch irgendwas oder bin ich schon bei der letzten Sache angelangt? Ich glaube, wir sind fast durch. Aber hier haben wir noch ein Ameisenresort. Quasi, was darf natürlich nicht fehlen, wenn wir Besuch kriegen? Natürlich eine Hotelanlage. Und da können wir natürlich einmal, könnte man durchs Lagerhaus gehen oder man geht hier außen rum diesen Weg. Und da seht ihr es schon. Ich muss wahrscheinlich gleich mal schlafen gehen. Aber bei Nacht sieht es halt auch mega gut aus. Und ich bin auch hungrig. Wir müssen kurz mal was essen. So. So, hier sind wir im Ameisenresort angekommen. Und ja, ich glaube, ich werde mal kurz mich gleich hinlegen. Da gehen wir mal kurz in unser Bett zurück und dann gehen wir am Tag hier wieder hin, damit wir auch was sehen. Jetzt haben wir schon den ganzen Tag hier verbracht. So. Einmal ganz kurz schlafen. Bei Nacht ist es natürlich auch mega cool, weil halt alles einfach nur leuchtet. So. Jetzt können wir noch einmal hier durchgehen. Und hier hinten habe ich auch eine Tür reingemacht im Lager, quasi hier vorne ins Lager rein. Dann können wir auch hier hinten aus dem Lager rausgehen. Und dann sind wir auch direkt bei unserem Ameisenresort da. So, und ja, da oben sind im Prinzip die kleinen Hütten. Da habe ich oben überall so einen kleinen Schornstein drauf gemacht und hier über so einen Ameisenkopf. Die sind im Grunde alle gleich aufgebaut. Also, ihr könnt ja mal in zwei, drei reingehen. In der Mitte so ein, ja, Teppich. Hier haben wir ein Laubbett, einen Stuhl mit einem Tisch. Hier vorne, ja, Trinkflasche oder so. Und hier einen Schrank und einen Kessel, falls ich jemand was kochen will. Ja, so. Oh, ich habe mich ausgesperrt. Und das Ganze zieht sich dann bis ganz oben durch. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hütten.
Und wie gesagt, also die sind alle gleich aufgebaut. Immer ein Teppich drinne. Da habe ich mir jetzt nichts anderes einfallen lassen, um die alle irgendwie separat. Ach, da oben ist noch eine Lampe. Ich weiß nicht, ob man die vorher gesehen hat. Die finde ich auch super schön, die Lampen. Ja, auf jeden Fall können wir hier genügend Gäste einquartieren in unser Ameisenresort. Also immer wirklich wie bei einem Hotel, immer gleich eingerichtet. Und hier habe ich natürlich auch wieder probiert, diese Pfeiler, also habe ich allgemein bei allen Hütten probiert, immer so Pfeiler hinzumachen, dass das auch wirklich so aussieht, als würde das, naja, zur Stabilität beitragen, was natürlich nicht stimmt. Diese ganze Hütte hier hängt natürlich nur an diesem kleinen Fundament hier, was wohl schon erstaunlich ist, aber es funktioniert. So, und was natürlich nicht fehlen darf, bevor man natürlich in so eine Hütte reingeht, muss man natürlich auch erst zur Rezeption und da geht's hier lang. Das ist quasi das Haupthaus. Da hoch geht's privat. Da im Prinzip wohnt die Hotelbelegschaft oder hier der Rezeptionist. Der hat hier sein Bettchen und kann hier noch hoch. Und hier oben ist auch noch nicht, hier wird auch ein Wohnbereich wahrscheinlich entstehen. Habe ich aber auch noch nichts gemacht. Also hier quasi wohnt die Belegschaft. Und hier unten haben wir dann eine Rezeption. Da steht dann jemand dahinter und ja, dann gibt es dann hier den Schlüssel. Und hier auch noch ein kleiner Balkon, Außenbereich, wie immer, darf nicht fehlen. Und wenn man dann halt hier seinen Schlüssel abgeholt hat bei der Rezeption, dann geht es wieder raus und dann geht man halt zu seiner Hütte. Ich könnte, was mir gerade noch einfällt, was vielleicht ziemlich cool wäre. Wir müssten eigentlich. Ich müsste eigentlich irgendwo. Geht das, wenn ich das da oben hin mache? Eigentlich müsste ich sagen, das ist Hütte 1. Das gefällt mir gut. Oh, das gefällt mir gut. Das ist Hütte 1. Ich gehe kurz die Hütten durchnummerieren. Das mache ich jetzt gerade. So. Hütte 2. So. Immer, es ist immer was zu tun irgendwie. Und ich habe die ganze Zeit nicht dran gedacht, irgendwie an Hausnummern. Aber man muss ja auch wissen, in welche Hütte man irgendwie einzieht. So. Jetzt muss ich nur von oben, jetzt überlege ich gerade. Dann würde ich sagen, mache ich hier Hütte Nummer 6. Dann ist das. Oh. Komme ich hier oben dran? Das ist Hütte Nummer 5. Oh, sehr geil. 5, 6. So. Dann hätten wir hier Hütte Nummer 4. Hier haben wir Hütte Nummer 3. Und die 1 haben wir schon ausgewählt. Und das hier ist dann Hütte Nummer 2. Sehr schön. Oh, das sieht man nicht. Die 2 sieht man nicht. Da müsste ich hier nochmal ein neues Schildchen hinmachen. So, ein bisschen höher wahrscheinlich. Ah, wie mache ich das am besten? So. Geht das jetzt? Ja, sehr schön. Sehr schön, wir haben Hausnummern. Das freut mich. Sehr geil. Okay, ja. Und naja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und ich glaube, wir waren jetzt überall. Also ich habe mittlerweile wirklich fast den ganzen Baum bebaut. Ja. Ich habe sehr viel Ressourcenfarmen und mir gefällt es eigentlich ziemlich gut. Ich weiß, wir haben ja hier noch ein bisschen frei, aber momentan, mir fehlt es gerade noch an Ideen, was ich noch bauen könnte. Vor allen Dingen, weil auch die Materialien irgendwann ausgehen. Ich meine, ich könnte noch was aus Metall bauen, das hatte ich auch schon überlegt. Wir haben ja auch noch
hier diese Metallfundamente, allerdings muss man da wirklich mega viele Ressourcen farmen für. Deswegen habe ich das meiste halt auch aus Holz gebaut. So. Was war das hier? Ach so, genau. Der hier ging ja da hoch. Wir können jetzt am Ende, genau, wir probieren am Ende nochmal hier unseren Spinnenwald. Könnten wir ausprobieren. So, und dann zeige ich euch das einfach mal. So, wir gehen einfach dann hier hin. Im Spinnenwald gibt es nämlich super viel Rinde und super viel Holz zu farmen. Und dann stelle ich mich einfach hier drauf und Feuer frei. Und dann geht's los. Und das ist super easy. Wir fliegen einfach bis zum Wald. Natürlich müssen wir hier einmal ganz kurz zwischenkorrigieren. Aber und schon sind wir quasi im Wald. Und naja, hier seht ihr schon, hier fängt es schon an. Holz und Holz. Was man hier farmen kann. Und dann kommt gleich richtig viel Rinde hier unten. Hier haben wir übelst viel Rinde. Also sehr geil. Quasi der super kurze Weg. Und wenn ihr einfach wieder zurück wollt in euer Haus, dann geht es ja im Prinzip einfach auf Spiel speichern, beenden, neu laden und dann spawnt ihr ja quasi direkt wieder im Baumlager. Also mega einfach. Und das, mal gucken, vielleicht baue ich noch ein paar mehr von diesen Katapulten. Aber das Wichtige war für mich beim Ressourcenfarmen halt gerade hier so der, ja, hier dieser Spinnenwald und hier der Strand, weil ich viel Rinde gebraucht habe und immer viel Holz. Das war so wichtig, dass ich hier schnell hinkomme. Ja. Okay, damit würde ich sagen, war's das für diese Folge und dann geht's auch demnächst direkt weiter. Und ja, mit der Story. Mal gucken, was da noch so passiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Vielleicht habt ihr ja sogar noch Vorschläge, was ich noch bauen könnte. Das wäre natürlich noch besser. Also, ich bin gespannt und naja, macht's gut, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal.